Cakewalk bei Bandlab heißt jetzt bald wieder Sona und wird kostenpflichtig. Ja, nicht so tolle Nachrichten, aber heißt es jetzt für uns, dass wir unsere ganzen kostenlosen Bandlab-Versionen jetzt wegschmeißen können und wir dann eventuell zu einem teureren Abo-Modell jetzt wechseln müssen? Ja, Hodi, hallo! Also, wenn ihr das gelesen habt, dann hätte ich fast einen Heulkrampf gekriegt. Jetzt denkst du, jetzt baust du den Kanal auf. Wir sind jetzt hier bei über 1000 Abos. Ich kann jetzt endlich YouTube-Partnerprogramm nutzen. Und jetzt ändert sich alles bei Cakewalk bzw. Sona und es ist jetzt alles kacke. Dachte ich mir zum ersten Moment. Aber wie schaut es da wirklich aus? Schauen wir mal die FAQs. Da werden ja diese häufig gestellten Fragen gleich mal vorweg beantwortet und hier auf cakewalk.com heißt, ist Sona replacing Cakewalk by Bandlab? Also wird das neue Sona das jetzige Cakewalk by Bandlab ersetzen? Ja, und dann schreiben sie natürlich, dass Sona viel besser wird und improves und bababababa. You can still access Cakewalk by Bandlab here, but it will soon be phased out. Heißt, wir können nach wie vor Cakewalk by Bandlab nutzen. Es wird aber dann nicht mehr weiterentwickelt, sobald das neue Sona raus ist. Heißt es jetzt für uns, wir müssen zwangsweise auf Sona wechseln und dafür zahlen? Und weiter heißt es hier, will Cakewalk by Bandlab be discontinued? Yes, eventually. Also wird es irgendwann nicht mehr weiterentwickelt? Letztendlich ja. Heißt das jetzt für uns, wir können dann Cakewalk bei Bandlab nicht mehr nutzen? Nein, da kann ich euch schon mal Entwarnung geben. Es ist so, dass wir natürlich Cakewalk bei Bandlab nach wie vor nutzen können, die kostenlose Version. Es ist heute auch so, dass keine neuen Features mehr hinzukommen würden. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Ich kenne genug Leute, die arbeiten immer noch mit Sona X3 und das ist dann doch schon 10 Jahre alt und läuft noch genauso gut. Ich kann alles machen. Ich habe immer noch den gleichen Workflow. Ich kann auch immer noch VST-Plugins einbinden. Kann auch mit ARA zum Beispiel, Melodyne nutzen. Also das ist alles jetzt erstmal halb so tragisch. Was mir so ein bisschen Sorgen macht ist, weil hier steht, will Sona be free like Cakewalk by Bandlab? Also wird es genauso kostenlos sein, das neue Sona, wie das jetzige Cakewalk by Bandlab? Und dieser Satz macht mir so ein bisschen Sorgen. Next und Sona, also Next kommt, ist dann nochmal so eine kleine Version. Da muss ich mir erst ein bisschen einlesen, was das Next heißt. Aber Sona will be offered at price points designed to meet the needs of different customers. Das heißt, es wird schon mal verschiedene Preismodelle geben. Ich hoffe inständig, dass es dann so einmal Bezahlpreise sind, wie damals, dass du so eben das Sona Artist hast, Professional und also dass es mehrere Versionen gibt in unterschiedlichen Preiskategorien. Worauf ich hoffe, dass sie es nicht machen, ist ein scheiß Abo-Bezahlmodell, wie man es bei Adobe und bei vielen anderen Herstellern haben, dass du nur noch Software as a Service hast. Du musst jeden Monat zahlen. Und das ist was, auf das ich überhaupt keinen Bock habe. Und das sage ich euch jetzt schon, wenn sowas kommt, ich werde auf alle Fälle bei Cakewalk bei Bandlab bleiben, weil es lässt sich dann auch hoffentlich nach wie vor aktivieren. Sie schreiben es zumindest hier, dass wir es weiter uneingeschränkt nutzen können. Wenn es dann eine Bezahlversion gibt, muss ich mal gucken, ob ich mir die zulege, weil das, was jetzt hier auf der Homepage steht, das unterscheidet sich überhaupt nicht von Cakewalk bei Bandlab, was die Features betrifft. Ja, award-winning UI und superschnelle Engine, das haben wir jetzt halt auch. ARA-Technologie haben wir jetzt auch mit Cakewalk bei Bandlab. Jetzt bleibt abzuwarten, ob es dann zum Beispiel, weil interessant wird es dann, wenn die es so machen wie damals bei Sona, dass ich bezahlen muss, aber dafür habe ich dann entsprechende Benefits. Bei mir, ich habe mir damals Sona Platinum gekauft und da war ja dann Addictive Drums 2 mit dabei. Mit ein paar, wo ich mit 3 Schlagzeugsets aussuchen konnte und das kostet normalerweise auch 300-400 €. Da war das dabei, es waren noch von verschiedensten Drittherstellern, die Bezahlversionen haben für ihre Plugins, waren auch bei Sona da inklusive. Da müssen wir jetzt mal abwarten, was die Zeit bringt. Soweit kann ich euch also entwarnen, sobald jetzt ein Bezahl-Sona rauskommt, heißt es nicht, dass wir unser kostenloses Cakewalk bei Bandlab einfach
wegschmeißen müssen und nur die kostenpflichtige Version nutzen. Also, puh, das war natürlich saudoof. Erst die nächsten Tage kommt ein neues Kommentare-Kommentieren raus. Außerdem wollte ich ja noch einen Vergleich mit Cakewalk zu Pro Tools machen. Mit dem muss ich aber wieder komplett von vorn anfangen, weil sich mit der neuen Pro Tools Version einiges geändert hat und sogar einiges verbessert hat. Und deswegen braucht es nur ein bisschen, aber es gibt natürlich immer noch regelmäßig Videos jetzt für die nächsten Wochen und dann werde ich aber auch so ein bisschen in die Sommerpause gehen. Muss ein bisschen durchschnaufen und frische Ideen tanken, aber ihr habt ja hier auf diesem Kanal viel, viel anzugucken und Kommentare werde ich natürlich weiterhin beantworten. So ist es ja nicht. Ja, und bis dahin sage ich jetzt mal Bussi aufs Bauchbärli und Servus.